Mehr Batterien. Pass auf, jetzt kommt's. Der Maintenance Tunnel is now back. Scarier than ever. Morgen, Jungs. Und Mädels. Heute wieder SCP Containment Breach. Version 021. Auf dem Chainstock gehe ich gerade ein, aber was ich gerade eben schon gesehen habe beim Starten des Spiels, dieser Ladebalken, der war jetzt nicht mehr mit blauen Kacheln, sondern mit grauen. Also so wie es in der aktuellen Version eigentlich auch ist. Mhm. Okay. Wir brauchen Intro, kein Intro. Kannst du eigentlich drin lassen, weil das ist ja in dem Fall nur kurz. Ja, okay. Und was denn nicht. Also replaced SCP-513. Das ist die Glocke. In 513-1, das ist wahrscheinlich dieses Phantom mit der New SCP. Denke ich auch. Dann gab es die Glocke scheinbar schon. Yes, my lord. So wie ich das verstehe, oder replaced, hat er gesagt. Ja, anscheinend gab es den dann schon, aber jetzt ist der doch schon wieder heller und geworden. Jetzt gibt die nicht mehr, aber dafür etwas anderes. So eine Käsewurst, oder gut, hell der ist. Welche SCP könnte dazugekommen sein? Stimmt, der schreibt eine New SCP. Some rooms, radiophones, fix the bug that disabled collisions with some objects. Möglich? Vor allem, den hat er immer noch keine Textur gegeben. Ja, das kommt ja erst viel später. Das war ja auch schon, als wir angefangen haben zu spielen. Irgendwann hatte der dann plötzlich Textur. War schon offen? Bitte, das ist Glasklug gewesen. Oh, ach, den kenn ich noch gar nicht. Krass. Nee, der ist nicht aus Glas, sondern so aus. Das ist ja befahrbar wie. Oder ist er aus Glas? Nee. Das kann man schlecht. Ich glaube nicht. Keramik. Elfenbein. Kein Elfenbein. Ja, warte. Könnte da vorne stehen. Ja. In dem Fall aber nicht. Aber da. Auch nicht. Ich hab mal Glück. Oh, Electrical. Lass da mal rein. Das ist einer von den... Kannst nicht. Oh nein. Das ist einer von den Some New Rooms. Ja? Denke ich mal. Also sonst war der nicht da, oder? Das nicht. Da steht doch Some New Rooms. Ja. Vielleicht hat er noch keine Wirkung, weil wir auch noch nicht zu Ende spielen können. Hat er dann auch nicht, oder? Der hat eigentlich die einzige Wirkung, dass du eben zu 079 reinkommst. Und das macht dann wiederum, dass du Gate B erreichst. Also ja, hat er in dem Fall keine effektive Funktion. Ist da jetzt eine Karte schon drin, ne? Nein, die kann ich nicht sperren. Dann gehen wir einfach da lang. Da möchte ich nämlich jetzt mal rüber. Dann tu das. Wenn du das so möchtest. Ah, die Treppen sind echt nervig. Oh! Aber das kann sie jetzt sparen. Ja, klar, das ist... Dann geh mal rein und dann hängt sie es wieder auf. Voll lame. Echt? Hat sie es aufgehängt? Einmal hat sie es aufgehängt. Ich weiß nicht, ob das in dem... War das in der Retro-Version? Ich glaube nicht. Also in einer ging es auf jeden Fall. Mit diese Scheißwände, die mitten im Raum sind. So. Weil ich weiß noch, dass ich eben darüber verwundert war, dass dieses Event schon in diesen frühen Versionen drin war. Also in einer Version ging es auf jeden Fall. Genau, Doctor's Rooms. Die sind scheinbar neu. 7816. Das war aber der das Gears. Bei dem ist das, ne? Ja. Oder Harp? Harp ist 7816. Hä, was will denn der? Bei der wird's nicht sein, oder? Das ist doch der Gears. Hm. Oder es geht einfach noch gar nicht. Es geht vielleicht noch gar nicht. Wow. Ambient. Okay. Gut zu wissen. Kein Grund zur Panik. Ist eigentlich drin? Ich geguckt. Auf gut Glück, sagen wir mal hier. Ich sag mal. Auf. Ja. Okay. Ist wieder so scheiße mit diesen Buttons. Das war jetzt scheiße knapp.
Was habe ich gemacht? Ich weiß es nicht. Vor allem, er war nicht mal ich da. Ich habe nur gehört. Da sind wir wieder. Es kommt irgendwie blöd, wenn du es gerade schon gesagt hast. Ja. Gibt es was Neues im Intro? Ich möchte es nicht nochmal anschauen. New Rooms and Events, more radio broadcasts, some editions. Ja, mach halt ohne Intro. SCP 079 gibt's jetzt, scheinbar. New voice acting for the intercom person, the intro. Ah, na toll. Mann. Mensch. Larger inventory. Yeah. Yay. Warte, mehr Batterien. Pass auf, jetzt kommt's. The maintenance tunnel is now back. Scarier than ever. Geht's aber scheinbar nicht mehr die Treppe runter. Die Räume wiederholen sich. Weil das fand ich irgendwie geil halt. Das war echt cool, Mann. Wie es die Treppe einfach runterging. Viel geiler als ein Auszug. Als Mauer nicht wirklich, oder? Hör auf! Du bist vor allem nicht so richtig im Bild. Ich bin nicht im Bild, das ist ja. Vor allem ich bin ich noch nicht. Improvements to the Map Generation Algorithm. Rhythm. Hast du schön gesagt. Edit no clip command. Distance of the camera fog now changes depending on the amount of light. Fix the bug that stopped the player from blinking when holding a paper. But fix the bug that stopped the player from blinking when holding paper. Das heißt, wenn du ein Papier nimmst, dann konntest du nicht blinzeln. Mhm. Oder was? Scheinbar. Bin gerade gestorben. Ich weiß, was mitgekriegt. So peripher habe ich das schon wahrgenommen. Es war ähnlich wie bei. Ich habe mir jetzt einen Kommentar diesbezüglich verkniffen. Gar nichts dafür. Okay, da die Tür aufgemacht ist. The player can no longer move faster by holding two movement keys at the same time. Was, das ging? Na toll. Ja, das kann man nicht mehr. Faster moving by holding zwei keys at the same time. By holding at the same keys. Zeit. Ja, scheinbar, wenn du so diagonal guckst, dann W und A vielleicht drückst gleichzeitig, dann läufst du halt doppelter Geschwindigkeit. Also. Okay. Also nicht doppelt, also halt, weil du läufst ja im Winkel quasi deswegen. Aber halt, es gibt sich dann Geschwindigkeitszuwachs von 50% oder sowas. Dann machst du wieder auf. Müsste man jetzt hier mit Winkel und so. Satz des Pythagoras. Bestimmt mathematisch hier. Satz des Pythagoras. Ja. Das kann ja jemand in die Kommentare schreiben, wenn er das verstanden hat, was ich jetzt gerade eben gesagt habe. Um welchen Faktor er dann schneller wäre. Unter der Annahme, dass sich die beiden Geschwindigkeiten eben addieren, aber du in einem 45 Grad Winkel läufst. Ja, ich habe jetzt immer gerade andere Probleme. Weil eigentlich, wenn du 45 Grad in die Richtung läufst und 45 Grad in die Richtung, dann hast du effektiv dieselbe Geschwindigkeit, wie wenn du mit der normalen Geschwindigkeit nach vorne laufen würdest. Denke ich jetzt einfach mal so. Ich denke schon wieder viel zu schnell. Spiel jetzt weiter, jetzt komm, lass mich halt. Ja, aber machen. Wahrscheinlich, wenn du diagonal läufst, dann bewegt sich's. Bitte, wenn ihr das versteht, schreibt Kommentare und erklärt es, und wir sind aber zu blöd dafür. Wir waren nur auf dem mathematischen Zweig an der Realschule und auf der FOS. Oh, weißt du, da gingen eh nur die Leute hin, die es eigentlich gar nicht konnten, so, oder? Fix the bug in the intro sequence that prevented the guard from shooting the play, und weiter geht es nicht. Das ist der Fenster zu Ende. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich lang soll. Aber der Guard konnte scheinbar im Intro nicht erschießen. Echt nicht? Scheinbar nicht. Ist ja echt schade. Oder es war halt ein Bug, der manchmal so passiert ist. Also ich bin vollkommen verwirrt gerade. Du hast immer noch die Gasmaske auf. Ja. Fällt mir gerade so auf. Ding dong. Der Exit ist tot. Ich habe keine Ahnung, was du warst. Ich auch nicht, ich komme irgendwie auch nichts Neues. Ich möchte den 79 ist der PC, oder? Ja, da warst du ja jetzt schon. Achso, da komme ich nicht rein, ne? Ja, richtig. Da brauchst du die Karte, um in den Elektrik zu kommen. Du brauchst eine Level 2 Karte, um in den Elektrik zu kommen. Oh, siehst du, jetzt gibt's den schwulen Scheiß.
fucking Aufzug. Was machst du? Fuck. Aber jetzt können wir mal gucken, ob der Maintenance Tunnel scarier than ever. Muss man wissen. What the fuck? Der ist so hammer scary, dass du nicht mal reinkommen. Ich vorstelle, du tatsächlich kommst halt echt nicht rein. Willst du No-Clip machen? Es gibt jetzt No-Clip-Command. Jetzt mal kurz nochmal testen. Achso, was wird sich ändern? Weil ich will sehen, wie der Tunnel aussieht. Also warum bist du jetzt hochgefahren und lass es immer noch ran? Ja. Da hat er wahrscheinlich vergessen, hier in dem Aufzug eine Öffnung reinzumachen. Wir müssen No-Clippen. F3. F3. Wie geht es denn? No. Also steht's ja. No. Clit. No clip on. Ja. On off musst du machen. Oh! Okay, jetzt wieder hier. Vielleicht noch ein Stück hoch, ja, aber probier's. Ja. No clip. Clit. Ach. Jetzt fällst du durch. Der hat es absichtlich gemacht, dass man den Test, diesen scheiß No-Clip. Wahrscheinlich. Gib die rechts an, bitte. Wieso? Was soll denn da sein? Das ging's vielleicht bergab. So. Aber es kam halt echt so vor. Ja, mir auch. Ich weiß nicht, wo das war. Wir hatten eine Version kurz mal eingeführt und das hat zu Problemen geführt. Wir müssen diese Version finden. Ja. Lauf ich im Kreis? Der Maintenance-Tunnel ist ein Kreis. Wow! Oh! Ich kann vor allem nicht mehr rennen. Ich kann nicht mehr rennen, Mann. Gehst du lang? Ja, wieso nicht? Ja, okay, es geht wieder. Bist du viel? Ja, ich bin hier unten. Zu viel gerannt. Gerannt, ja. Ich kratze mich hier gerade blutig, was mich da juckt. Selbstverstümmelung oder was? Nee, noch nicht, aber es juckt halt und ich kratze mich. Ja, jetzt gehe ich eh rechts, oder? Das ist ja jetzt die rechte Seite. Und da bist du jetzt hergekommen. Nee, oder? Nee, das ist jetzt rechts, wo du wolltest. Rechts. Gleich macht's. Macht er. Der kommt schon. Es wird voll lauter. Der kommt halt durch die Wand. Ein Bastard. Jungchen. Die da? Los jetzt! Ich kann nicht rein, der verfolgt mich dann. Jetzt. Jetzt macht's knack. Da juckt's mich hier. Sieht man das? Und ich hat jetzt jeden interessiert. Das hier oben, das juckt übel. Ach man, jetzt ist es so ein Aufzug, der nicht fährt. Warum bist du schuld, Fred? Ich. Ja. Ach man, jetzt geht's da wieder nicht durch. No, Clit. On. Jetzt fällt's wieder durch. Nein, ich bin leicht schräg nach oben. So. Aber gerade so wahrscheinlich. Tja, das hätte jetzt blöd enden können. Ja, ich weiß. Der ist nicht so. Glaube ich. Boah, so mies, da war es ein bisschen so dunkel. Ach, wir wissen, welches SCP es jetzt anstelle der Glocke gibt. SCP-096? Ha! Ja, kannst dich ja gleich dann durch die Tür dann nur klippen. Und den Tänzern jetzt gesehen. Wie meinst du? Ja, beim Maintenance dann durch die Tür anstellt, dass du da jetzt nochmal durchgehst. Ja, ich hätte gesagt, wir machen dann eh wieder Schluss, weil. Echt? Ich wollte aber hier das SCP sehen, das ersetzt wurde hier. Mit der Glocke. Jetzt komm ich das mal. Ich hab Ding wieder mein Rennen verbraucht, meine Ausdauer. Alles ein schöner Endscreen so. Im Red Room. Echt? Nö. Okay. Na gut, du bist außerhalb vom Gas. Und von da kann der kommen. Oh. Können ja warten. Nee. Okay, nix. Ja gut, Leider nicht viel passiert dieses Mal. Haben wir gesagt, dass es die 03 ist? Wir haben nur gesagt, es geht weiter, aber es ist jetzt die 03, also so zur Info. Ich glaube, wir haben es, wir haben gesagt, die nächste Version halt, haben wir geguckt, wir dachten, vielleicht gibt es noch eine 022 oder sowas. Ah, ich schreibe es eh ins Video. Ja, auch in Thumbnail und so steht es dann wahrscheinlich bestimmt. Wenn du es dran schreibst. Ja. Ja,
Ihr wisst Bescheid. Und ja. Und? Ja. Heute mal hier mit Zeichensprache. Nächstes Mal gibt's dann die komplette Episode in Gebärdensprache. In Morse. Okay. Im Hintergrund geht das Licht immer so an. Oh, krass. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bleibt geschmeidig. Oh, bleibt geschmeidig. Wie kann man das darstellen?